Machen wir auch hier direkt weiter. So, oh, hi, hi, schön, dass du reinschaust. Ja, ist etwas ruhiger heute, aber gut, dem ist halt so. Ich muss gerade einmal Sadan antworten. Jiminy Heroes Reborn, das habe ich gemacht. Dateien sind überprüft worden, schön. Dann, wie hieß denn das Spiel nochmal von Sadan? RMD noch was, ne? Wo habe ich es denn? Rim, da. Rimderesa. So. So, aber erstmal spielen wir ja gerade noch ein bisschen weiter Gemini Heroes Reborn. Hoffen wir, dass er das auch automatisch noch weiter in der Games-Aufnahme drin hat. Ja, hat er. Schön. Hat er auch gleich übernommen. Ich sehe schon, ihr habt sehr viel Spaß wieder an den GIFs. Ja, Sai, wie geht's dir denn? Da musst du zugucken. Sagt er, dann muss er gleich zugucken. So. Warte mal. Stufe 14 Entdeckung. Doch, das ist richtig. Oh, gerade von der Arbeit. Alles gut und dir? Ja, ich hatte heute auch einen etwas längeren Tag. Hab das auch gerade noch so geschafft um 6, also kurz wirklich. War 20 vor 6, als ich hier war. So, komm. Und hab gerade so geschafft, alles anzuschmeißen. Ich habe nichts nachschauen können. Keine Mail, keine Forum, nichts. Bin direkt in den Stream reingegangen. Ich habe auch nur noch 18% auf meiner Brille. Ist das vielleicht gewollt? Nein, schön. Genau das wollte ich. Ich habe wieder meine Sicht, die fehlte mir eben gerade. So, ist hier irgendetwas Besonderes? Nee, oder? Da ist ein LKW. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ist hier vielleicht hinter was versteckt? Nö, einfach nur ein LKW. Ach, einer davon. Okay, noch irgendwo was? Alter, wie viele von denen hier rumlaufen? Was haben wir denn hier Schönes? Warte mal. So. Hallo? So. Nehmen wir das Steinchen. Hallo? Voll gut, ey. Du kommst einfach wieder. Weißt du? Du musst dir überlegen, da steht einer vor dir und drückt dir erstmal einen Stein ins Gesicht. Hat's direkt geknallt, ey. Oh nee, Entschuldigung. Da hab ich grad Spaß dran. Oh, gerade alles gut. Was spielst du heute? Was ist das für ein Spiel? Das ist Gemini Heroes Reborn. Ich würde jetzt sagen, es ist eine Art Mirror's Edge. Das kommt denen aber nicht gleich. Es ist ein. Ja, First-Person-Shooter auch nicht. Das ist auf jeden Fall First-Person-Sicht. Und zwar, wir sind mit einem Arbeitskollegen auf ein Testgelände gegangen. Und dort liefen dann plötzlich, also so ein abgefragtes ehemaliges Testgelände. Und da liefen dann Soldaten rum. Mein Aber Freund, Bekannter, wurde dann entführt und ich will ihn retten und stelle schlagartig fest, ich kann an dieser Gegend hier durch die Zeit reisen. So blöd das jetzt auch klingt. Ne? Oh, warte mal. Ich habe da noch was. Und konnte dann aufgrund dessen, dass ich durch die Zeit reisen konnte, da hinten ist noch einer. Dadurch, dass ich die Zeit reisen konnte, habe ich festgestellt, oh, in der Vergangenheit wurden hier Experimente gemacht mit Menschen. Oh.
Komm, ich nehme dich mal gerade mit. Und jetzt kann ich hier die Leute. Ah, das ist eine Scheißstelle. Ja, dann bleib halt da hängen. Ja, ja, firing. Du mich auch. Guck mal. Ah, geht doch. Wir denken alle dasselbe, oder? Ja, dadurch, dass ich Experimente in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich mir irgendein Serum gespritzt und beherrsche seitdem Telekinese. Ich kann Objekte anheben, ich kann sie schleudern, ich kann Luft kompressieren. Ja, so würde ich das... Das war nicht klug. Nennen. Und ich kann so etwas wie Objekte abfangen und wieder zurückschicken. Und ich kann die Zeit verlangsamen. Sehr lustig. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, Sadan, schön, dass du da bist. Ich werde das Spielchen aber noch ein paar Minuten spielen. Und danach gehe ich dann auf das Spiel von dir, was du mir gegeben hast. Ich habe da die Tage schon mal reingeschaut. Das sieht äußerst vielversprechend aus. So. Was habe ich denn hier alles? Das ist natürlich jetzt hier echt ein großer Bereich. Oh. Wow. So, jetzt halten wir die Zeit an und gehen auf eine Position. Das heißt Zeit anhalten. Wir gehen auf eine Position, in der er nicht rechnet, dass wir da sind. Nein, ich bin nicht gone. Du weißt noch nicht, wo ich bin. So, halt hier hin. Zeit verlangsamen ist übrigens sehr amüsant. Ey, das sind alles Yoga-Leute. Mhm, Tage quiet um hier auch. Okay. Guck mal. Glaubt ihr, wie viele Schüsse brauchen wir? Drei? Vier? Wow. Alles klar. Der ist ja... Das sind echt alles Yoga-Fuzis, ne? Die verrecken immer in der Lage. Ob das Spiel Augenkrebs macht. Nee, man gewöhnt sich daran sogar sehr schnell. An dieses, Swappen hier mit der Zeit. Warte mal, wo habe ich denn hier gleich... Sieht man das hier halbwegs bei euch? Ja, oder? Doch, das sieht man gut. Das wirkt im ersten Moment sicherlich wie Augenkrebs. Ist es aber nicht. Okay, da muss ich nicht lang. Ach, guck mal, hier wäre noch ein Steinchen gewesen. Ah, naja. So, was habe ich denn hier in der Zukunft? Hier habe ich gar nichts, oder? Nee, so wirklich nicht. Aber, oh. Hallo? Ach so. Das war vorher auch schon da. Ah, okay. Dann, weiter geht's. Nee, keine Sorge. Wie gesagt, Killer is Dead ist auf jeden Fall eins der nächsten Dinger. Okay, die Tür ist zu. Dass ich dann spielen werde. Shove it, Mason. That's rather rude, considering I'm the only person who can tell you about your family. What would you know about them? Your parents were my employees, true believers in my cause. What a load of bullshit. I don't expect you to understand my actions. I have the information you need, and you have the ability I need to recover the Gemini formula. In exchange for the truth,
No more lies. That's the spirit. A negotiation. This Gemini formula. What is it? A breakthrough, like none other. When Evo DNA is placed in the Gemini Matrix, it can grant an ordinary human extraordinary powers. So I bring you this Gemini formula, and I'm free to go? That's right. Hmm. Deal. Where is it? It's not just where it is, but when. You've been shifting to the past along your own timeline. Gleich. Back to the quarry in 2008. Can you be more specific? There's a vault on the bottom level. Our store of working Gemini was kept there. Here, let me give you a waypoint. I'll hold you to your word. Contact spotted! Ja, Contact spotted. Wo ist er? Irgendwo hatten wir doch Feuer, oder? Tschüss. Ja, Contact. Oh! Ihr müsst euch vorstellen, euch smobbt immer jemand auf und her. Ich lach mich immer noch weg. Tja. Dieser Typ scheint auf jeden Fall der Arbeitgeber von meinem Freund zu sein. Und wir sind, ja, irgendwelche Versuchsmenschen, die irgendein Gen haben, was mit einer Formel so reagiert, dass wir plötzlich Superkräfte haben. Mein Kollege eben konnte Wind manipulieren und ich kann anscheinend Raum und Zeit manipulieren. So, ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss irgendeine Formel besorgen, ne? Ich weiß noch nicht gerade, wo sie ist, aber finden wir es mal raus. Da anscheinend nicht. Ah, okay, da. Ah, da oben ist... Was ist denn hier in der Zukunft? Ah, okay. So. Zeit anhalten. Verlangsamen. Ich halte sehr nicht wirklich an. So. Hier ist in der Zukunft gar nichts. Hm. Also ist das zumindest all das, was ich schon rausgefunden habe? Wow. Die Aufnahme gestartet, ja. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn die zu gewesen wäre. Was haben wir denn hier Feines? Eigentlich schon ein geiles Büro so unter Wasser. Unter der Erde. Wow, was haben wir hier? Okay, da ist die Wand eingerissen worden. Ernsthaft, wir können mit Leichensäcken um uns schmeißen? Ist schon ein bisschen geschmackslos, aber... Was ist das hier? Ich wette, das muss so. Okay. Sieht aus, als wären wir richtig. Weiter. Sadan, ich hatte übrigens schon in ein Spiel reingeschaut gehabt. Gefällt mir ganz gut. Ich habe ein paar Läufe gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber es ist auf jeden Fall ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Space Shooter. Also es ist ein interessanter Roguelike Space Exploring Game. Ich wüsste,
Wait, what? Huch! Tut mir ja... fast leid. Hier ist auch nichts. Was geht denn dann hier auf? Ach, hier muss ein Generator bestimmt hin, ne? Kann das sein, oder ist es wieder eine Druckplatte? Scheint schon mal keine Druckplatte zu sein, ne? Dann, machen wir doch mal hier weiter. So geht's auch. Wow. Klettern wir da mal ein bisschen, ja, rüber. Immer noch nichts. Okay. Scheint meine Schwester übrigens zu sein. Hey, Kid. Hey. Not Kid. Dahlia. You're the lady that came to our cell. So can you get me and my sister out of here or what? I will. I promised. But first, I need to find something called the Gemini Formula. I knew it. He has you under his thumb like everyone else around here. I had no choice. He has information about my family, and I've been searching for them my whole life. The only family I have is my sister Cassandra. I need to get her out of here. Das bin ich übrigens, die Schwester. Nur aus der Zukunft. Wait. Mason said I lived here. And Alex said my family was here. She's me. I'm her. Which means you're my big sister. Lady, I'm 14. No, well, yes, but I'm Cassandra. I came here from the future. No way. Cassie? Is that really you? If it is you, why don't you remember me? Something happened to me. Genau. Ich habe meine Erinnerung verloren. Interessant, ne? Ja, auch noch ganz fasziniert davon. Ja, ja. Okay, dann schieß. Hallo, Laser? Genau. Ist er da irgendwo? Nee, oder? Ah, die Tür hat sich geöffnet. Ja. Wie werde ich dich denn jetzt am elegantesten los? Sorry. Hey, guck mal. Surprise! Toll. Kriege ich aber erst nochmal eine Ladung Schrot ins Gesicht gedrückt, ne? Hm. Mal gut, dass wir so regenerativ sind. Das Barret hätte ich ja gerne, aber okay. Die Schroti würde ich auch nehmen. Ja, klar kann ich die Plattform bewegen. Ja. Ich bin mir selber auch noch nicht begegnet, nur meiner Schwester. Okay. Was jetzt? You should be able to get out now. Find your sister, I mean me, and get to the surface. I want to help you.
The Gemini formula. I know where it is. No. Ja, ich weiß. Aber Zeitreisen wäre schon ganz geil, ne? Wobei Zeit eigentlich die einzig feste Konstante ist. So. Let's do it. I'll find the formula. Get Cassie, I mean you, and get out of here. I'll take care of Mason. Sounds like a plan, but I'll need you to keep the guards busy for a few minutes. Of course. And Dahlia, hide it somewhere no one but us can get to it. Cassie, I like who you grow up to be. Aww. So süß. I'll never lose you again. I know. Das ist schon, ja, ist schon irgendwie niedlich. Hier ist auch nichts, ne? Ah, okay, es geht direkt weiter. 15. Ich frage mich, wie viele Stufen das gibt. Ah, wenn ich die Zeit verlangsame, bin ich immer stärker als meine Gegner. Okay, da habe ich schon mal einen Gegner. Das ist zwei. Das Strom. Ja, Subject, du mich auch. Guck mal. Oh. Ja. Target disappear. Put, 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 put. Moving up. Ist da noch einer? Ja. I have a shot too. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt blockt er. Wie hat er das denn überlebt? Eigentlich müsste er doch Frikassee sein. Gut, ist er auch. So, sag mal, hältst du auch so viel aus, wenn ein Objekt auf dich zufliegt? Anscheinend nicht. Ich finde das so geil, wenn die in Yoga-Formation gehen. Irgendwo schießt doch noch einer. Oh. Hier übrigens, das kann ich greifen. Sehr lustig. Hier, und zurückschießen. Ah, toll. Auch noch verfehlt. Gut, dann frittieren wir ihn halt einfach. Wo ist noch einer? Ah, da ist noch einer. Okay. Hat einmal kurz Klong gemacht. Diese Arbeitssicherheit hier. Iha. Wow. Ja, ihr mich auch. Wo ist denn der nächste? Lustig, dass der eine da noch lebt, obwohl er im Stromkasten sitzt. Ja, ist er okay. Wo ist er denn? Wow. Ich sollte mal gerade kurzzeitig das Weite suchen. Ja, du mich auch. Das tut mir schrecklich leid. Die Tür zum Manson ist verschlossen, obwohl ich die Schlüsselkarte gefunden habe. Also das ist ja für mich immer noch das größte Wunder, wie sie da unten überlebt haben.
Ja, der gute alte Fluxkompensator. Okay. Wo muss ich denn lang? Irgendeine Tür. Ah, hier. Nee? Welche Tür geht denn? Dann muss es die sein. Bingo. Ah, guck mal. Wen wir da gefunden haben. No fire. You have it. You never had any information about my parents, did you? Came from an orphanage. That is the truth. You lied to get your Gemini formula. Only out of necessity. Yeah? Well, I didn't bring your formula. You don't have it? How is that possible? On the day of the fire, it was gone from a locked room. Only someone with your abilities could have... You mean like my sister? Dahlia? Your Dahlia? Ah. You conspired against me. Across time itself! Wow. Before the quarry burned 6 years ago, I managed to inject myself with PK-13. Plasma kinesis. It's the only reason I... Das muss brennen in den Augen. Ich muss ihn hierher bringen. Ja, geh mich aus. Stop my madness, bitch. Wow, sehr schön. Ja, ich entledige mich erstmal der Wachen. Darauf habe ich nämlich keinen Bock. Nee, wir haben doch noch welche hier, oder? Eine Wache, Wache, Wache. Na, komm. Guck mal hier. Genau. Dich möchte ich. Jo. Und. Alles klar. Und wieder einer weniger. Da ist der nächste. Ja, yep. Ich höre mit dem Wahnsinn auf, wenn du down bist, Junge. Was ein Arsch, das sag mal, ey. Sandra, stop this madness. It's not too late. We can work together. Wieso kann ich nicht switchen? Ah, wow. Der schmeißt echt mit Lava um sich. Wow. There is nothing you can do to stop me. Oh, ich kann dir Luftbälle an den Hals schmeißen. Kann ich die Dinger kaputt machen? Irgendwas wird mir hier sicherlich helfen können. Kann ich nichts davon bewegen? Irgendwas muss ich doch machen können. Hat einer von euch hier gerade eine Idee? Meinst du? Hm.
Kann ich das auffangen? Komm, schieß nochmal. Nee, die Dinger kann ich schon mal nicht anfangen. Okay, probieren wir es gerade nochmal. Wir setzen dich hier ab. Sehr toll. Nee, was du jetzt da tust, das sehe ich auf 5 Kilometer. Ist hier irgendwo... Ist auch kein Eingang oder so, ne? Ich kann es auch nicht abfangen. Doch, kann ich. Komm, schieß nochmal. Nein. Einer hat eine Idee? Wie sieht denn auf dem Generator aus? Ich kann dich da auch nicht rein befördern, ne? Und jedes Mal, wenn ich das tue... Habe ich hier vielleicht aus der Vergangenheit irgendetwas, was ich hochheben kann? Auf ihn schmeißen kann? Weil es scheint echt der Endkampf zu sein. Den würde ich gerne noch schaffen. Bevor wir danach auf das eine Spiel abwechseln. There is nothing you can do to stop me. Er tut aber auch dann diesen Schuss nicht abfeuern, ne? Hier, wenn ich das mache, zack. Komm. Er schießt hier auch nicht durch. Was könnte das denn... Nothing in this room can help you. Ist doch vielleicht irgendwo etwas? Ich kann den Schuss ja nicht fangen. So, jetzt wirft er gerade. Siehst du? Jetzt schauen wir mal gerade. Komm. Eigentlich müsste er jetzt schießen. Was er nicht tut. Ich verstehe noch nicht ganz, was ich machen muss. Ich kann ihn auch nicht da reinsetzen oder so, ne? Nützt es was, wenn ich dich da absetze? Nee. Okay. Sei, kannst du einmal bitte schauen, was YouTube hergibt? Endgegner, Gemini's Heroes Reborn. Also,
Final Boss oder was? Oh, warte mal, nee, der macht diese blöde Welle, ne? So, du wirst jetzt, du Lump. Komm. Muss ich auf die Kabeln irgendwo landen? Komm. Wo ist denn das Ziel? Er fängt da die Schüsse. Ah. Okay. Alles klar. Danke. Ja, ich sollte vielleicht jetzt gerade mal Metergeschwindigkeit beiseite legen. Okay, ich muss seine Bälle fangen mit, ja, mit Zeitlupe klingt jetzt bescheuert, aber... Komm. Schieß. Ja. Ja, komm. So. Schleudert auf den Generator. Ah. Alles klar. Ich habe gedacht, ich muss ihn vielleicht treffen. So, Nummer 2. So. Die Tür ist offen. Wow! Okay, möchtest du nicht mehr... Wollte gerade sagen. Irgendwo war doch noch hier... Ja, komm, dann macht's von mir aus hier. Komm. Ne, der springt jetzt. Wow, ja, das hat aber gut angepasst. Schieß doch mal lieber. Nein, halt nicht. Ist das denn so schwer? Du sollst schießen. Danke. Wo ist denn noch einer? Ah, da.
So, ich glaube... Alles klar. Weiter geht's. Ja, das tue ich tatsächlich. Komm. Schieß. Okay. So, und jetzt? Oh, nö? Steht er da und ich muss wahrscheinlich hier nochmal hin, ne? Oh, ne, 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 ne. Komm. Was hast du denn vor? Ah! Okay. Ich muss anscheinend... Komm. Nö, brauch ich auch nicht. Du machst das wunderbar alleine. Guck mal hier. Er mit dir. Setz dich da ab. Oh, voll gut. Das kann ich gleich mehrfach. Wow. So. So. Ach, bist du anstrengend, Junge. Dezent, ne? Hallo Ingo, du, ich sehe, du bist auch auf YouTube. Who destroyed the quarry? Hey Mason. Karma's a bitch. Oh yeah. Wow. Okay, ich flüchte jetzt. Nee. Oh, okay. Hier geht jetzt alles hoch. Ich muss flüchten. Wuhu! Oh yeah, baby. Das ist nice. Und das ist die Fluchtkapsel, ne? Guckt euch an, wie alles hier so schön langsam auseinanderfliegt. Ich bin in der Fluchtkapsel. Ende. Oh yeah. Das ist doch vollkommen okay. So, jetzt haben wir auch die Brille verloren. Ach, und hier war der... Ah, da hab ich... Nee, ich dachte, hier hätte ich mein Gedächtnis verloren. Ich glaube auch, wir das haben. Hm. Ich werde nicht aufgeben, bis ich gefunden habe. Hm. Aber wo ist sie? And I won't stop looking until I found you and we're together again. If Dahlia escaped in the past, she's gotta be out there somewhere. I found my sister once and I'll find her again. Ist natürlich doof, wenn man das Gedächtnis verloren hat. Jetzt sag nicht, ich muss sie noch suchen. Nö. Guck mal, haben wir das Spiel auch geschafft. Sehr schön. Ich mag das ja. So kleine Spiele, was so... 5-6 Stunden Spielzeit hat. Das lässt sich mal gut präsentieren in 2-3 Streams. Fand ich ganz angenehm.
war mal was anderes. So das Hin- und Her-Swappen zwischen der Zeit. Besonders viel Spaß hat mir es gemacht, einfach Personen in die andere Zeit mit rüberzunehmen. Und dann einfach zu sagen, alles klar, ich töte dich nicht, ich lasse dich jetzt da. Oder du hast sie halt einfach mit rübergenommen, um sie da alle Ruhe zu erledigen. Oder halt da in den Ventilator zu schmeißen. In das bodenlose Loch, die Stromleitung. Es gab so viele Möglichkeiten. Gefiel mir sehr, sehr gut. Ja, aber ich fand's gut. Also es war ein schönes Spiel. Ist sicherlich ein bisschen irritierend, gebe ich zu. Aber heißt, ich kann das Spiel jetzt einmal lokale Daten löschen. Ich kann es einmal gerade deinstallieren und es kommt in die Kategorie fertig. Das ist schön. So. Das nächste Spiel, was wir spielen werden, ist das, was mir Sadan, wie gesagt, geschenkt hat. Nochmal ein dickes Dankeschön dafür. Rimdreesa, ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspielt. Ach, guck mal, da freut sie sich. Ich sehe, du hast auch sehr, sehr viel Spaß an den kleinen Emojis, ne? Und an den GIF-Bildern, die du posten kannst. Hyphen hat da auch immer sehr, sehr viel Spaß dran. Der postet auch die ganze Zeit immer wieder Bildchen. So, liebe Leute, wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Ich gehe nämlich gerade mal Pipi, schnell noch eine rauchen. Und dann springen wir auf das Spiel von Sadan. Ich würde sagen, bis gleich, liebe Leute. Und ich mache euch dann nämlich nochmal Musik. Tschüss, bis gleich.